waren zu viert. Der Mensch, das Gehirn, der Androide und der Roboter. Sie sind unzertrennlich, leisteten Pionierarbeit, die das Sonnensystem nie vergessen wird. Sie bahnten uns den Weg ins Weltall und flogen weiter, als jemals ein Mensch geflogen ist und kehrten niemals wieder zurück. In der Stimme des Kommentators schwang eine abgebrühte, aufgesetzte Theatralik mit, die gefühlsloser nicht hätte sein können. Für ihn war das Verschwinden der Future Crew nur eine Geschichte unter vielen. Eine Geschichte, die es auszuschlachten und wieder zu vergessen galt, kaum dass sie erzählt war. Für Joan Lander, die allein in einem Büro der Planetenpatrouille in New York saß, wagen die Worte des Kommentators die eisige Endgültigkeit einer Totenklage. Mit einer Geste, die deutlich machte, dass Joan nicht wahrhaben wollte, was sie da hörte, glitt ihre Hand zum Schalter des Fernsehers. Dann hielt sie jedoch inne, als sehnte sie sich danach, noch einmal den Namen zu hören, der gleich ausgesprochen werden würde. Genau heute vor 3 Jahren sind sie hinausgeflogen in die extragalaktische Finsternis. Jene 4, die im System als Captain Future und die Future Crew bekannt waren. Niemand weiß um den Zweck ihrer Reise, mit Ausnahme vielleicht der beiden Angehörigen der Planetenpatrouille, die allein ihr vollstes Vertrauen genossen. Es ist jedoch bekannt, dass sie versprachen, innerhalb von weniger als einem Jahr zurückzukehren. Aber sie sind nicht zurückgekehrt. Sie sind niemals wieder zurückgekehrt. Nein. Ob Curtis Newton und seine 3 außergewöhnlichen Kameraden irgendwo dort draußen in der Unendlichkeit auf Feinde oder Mächte gestoßen sind, die selbst für sie zu gewaltig waren, haben sie dort draußen ihr kaltes Grab gefunden. Im grenzenlosen Raum, wo... Nein. Nein. Joan erhob sich und ging ruhelos zu der breiten Fensterfront hinüber, die auf einen winzigen Balkon hinausführte. Nach einer Weile trat sie ins Freie und blickte zum dunklen Nachthimmel hinauf, ohne ihn wirklich wahrzunehmen. Vor ihrem geistigen Auge sah sie nur die noch weitere, schwärzere Ewigkeit des Weltraums und ein Schiff, das dort bis ans Ende der Zeit dahintrieb, so licht und lautlos wie der Abgrund zwischen den Sternen selbst. Ihre Finger schlossen sich um das Eisengeländer. Noch einmal flüsterte sie. Nein. Und dieses Mal galten ihre Worte dem ganzen Universum. Das Universum blieb ihr eine Antwort schuldig. Nirgendwo gab es eine Antwort. Und während sie den Blick in die Ferne gerichtet hielt, ging der schweigende Mond auf, als wolle er sie verspotten. Plötzlich öffnete sich die Tür zu ihrem Büro und sie kam wieder zu sich. Sie drehte sich um und sagte voller Erleichterung. Isella! Hallo, Joan. Isella Garni ließ sich auf einen Stuhl fallen und beobachtete Joan mit freudlosen Blicken. Er war untersetzt, im Laufe der Jahre bei der Patrouille hart, hager und grau geworden und wirkte müde und niedergeschlagen. Ich habe mit Ihnen geredet, Joan, sagte er. Die höchsten Offiziere habe ich mir vorgeknöpft. Sogar den Präsidenten habe ich mit Verwünschungen überhäuft. Was haben Sie gesagt? Seine Blicke senkten sich, als er die Antwort gab. Sie tat ihm beinahe körperlich weh. Sie sagten, Captain Future und die Future Crew seien tot. Nein. Sie verstünden ja, wie es mir ginge. Aber die Regierung könnte keine Rücksicht auf Gefühle nehmen. Die Abstimmung hat stattgefunden und dabei wird es bleiben. Das Militär wird das Mondlabor übernehmen. Seine Stimme klang seltsam tonlos. Er vermied es, Joan in die Augen zu sehen. Ja, ich habe getan, was ich konnte, Joan. Sie hören mir einfach nicht zu. Ich hatte gehofft, dass Sie wenigstens noch eine kleine Weile warten würden, sagte die junge Frau. Sie haben bereits länger gewartet als vorgeschrieben. 2 Jahre ist die gesetzliche Frist für Menschen, die im Weltraum verschollen sind. Aber das gilt doch nicht für Curtis! Brauste sie auf und versuchte, ihre Gefühle unter Kontrolle zu bekommen. Sie schloss die Augen, presste die Lippen aufeinander
und versuchte, den Schmerz nicht wieder Herr über ihr Herz werden zu lassen. Sie dachte an Curtis Newton, den alle nur Captain Future nannten, außer ihr und Simon Wright. Joan hatte angefangen, ihn beim Vornamen zu nennen, als sie sich in ihn... Sie dachte nicht weiter, da sie wieder mit den Tränen kämpfen musste. Erst als sie sich unter Kontrolle hatte, sagte sie leise: Er ist nicht wie andere Menschen. Und Greg, Otto und Simon Wright. Sie beugte sich über den in die Jahre gekommenen Marshall und zwang ihn, ihr in die Augen zu sehen. Sie glauben das doch auch, Iselle? Sie glauben doch auch, dass sie zurückkehren werden? Garni ließ die breiten Schultern sinken. Plötzlich schien er geschrumpft zu sein und ihm war sein Alter überdeutlich anzusehen. Die Future Crew ist zu weit gegangen, John. Sie haben versucht, Barrieren zu durchbrechen, die niemand überwinden kann. Und alles nur, um die Andromeda-Galaxis zu erreichen. Wir hätten sie niemals gehen lassen dürfen. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Sie haben nicht auf mich gehört. Sie wissen selbst, wie aussichtslos es war. Aussichtslos in der Tat. Captain Future und Simon Wright waren allzu erpicht darauf gewesen, das Geheimnis zu lüften, das die galaktische Vergangenheit der Menschheit umgab. Jahr um Jahr waren sie tiefer in die Vergangenheit vorgestoßen, hatten immer mehr über die Geschichte des alten Imperiums herausgefunden. Jene große menschliche Zivilisation, die vor 1 Million Jahren über die Sterne herrschte. Es war ihnen sogar gelungen, einen schemenhaften Blick auf die Spezies zu werfen, die den Menschen vorausgegangen war, auf die legendären Leniden und noch andere. Captain Future und Simon Wright, das schwebende Gehirn, das in einem Kubus aus Glas lag, umspült von biometrischem Wasser und Elektroden, damit er leben konnte, waren von brennender Neugier erfüllt gewesen, die ganze Geschichte zu erfahren. Sie hatten herausgefunden, dass die ersten Menschen des alten Imperiums aus der Andromeda-Galaxis stammten. Es war unvermeidlich gewesen, dass sie versuchen würden, dorthin zu gelangen, um das kosmische Geheimnis des Ursprungs der Menschheit zu ergründen. Aber keine Gefahr, der sie begegnet sein mögen, selbst dort draußen, könnte groß genug sein, um die Future Crew zu überwältigen. Isella blickte zu ihr auf und sein Gesicht war fahl und kränklich. Wir werden uns damit abfinden müssen. Sie sind nicht unbesiegbar, Joan. Niemand ist das. Besser, wir hören auf, uns falsche Hoffnungen zu machen. Wenn sie zurückkommen könnten, wären sie längst hier. Joan starrte ihn bestürzt an. Der alte Weltraumveteran erwiderte ihren Blick und das Mitleid in seinen Augen war nur schwer zu ertragen. Sie sind zu dem gleichen Schluss gekommen, Joan. Geben Sie es zu. Jegliches Leben schien aus ihren Gesichtszügen zu weichen. Ja, flüsterte sie tonlos. Sie wand sich um und presste ihre pochende Stirn gegen das kalte Fenster. Ja, das bin ich. Das System hat Curtis Newton verloren. Und ich ihn auch. Isella erhob sich von seinem Platz und legte ihr die Hand auf die Schulter. Sanft und liebevoll, so wie es nur ein Vater getan hätte. Es tut mir leid. Sie verstummten und schwiegen lange. Der Mond stand kalt und weiß am finsteren Himmel. Joan blickte aus dem Fenster empor und sagte schließlich: Und jetzt werden sie uns das Letzte nehmen, was von ihm geblieben ist. Sein Geburtsort, sein Zuhause. Alles, was er geleistet hat. Alles, in das er und die anderen so viel Zeit und Herzblut investiert haben, um der Menschheit zu helfen. Nur die Erinnerung an ihn wird uns bleiben. Versuchen Sie es nicht so zu sehen, sagte Isella unbeholfen. Der Regierung bleibt nichts anderes übrig, John. In dem Mondlabor gibt es Dinge, die zu gefährlich sind, um sie einfach ihrem Schicksal zu überlassen. Immer wieder haben Verbrecher versucht, die Barrieren zu überwinden und die Geheimnisse der Future Crew zu stehlen. Eines Tages wird es ihnen vielleicht gelingen.
Und das Wissen, das dort oben verborgen liegt, sollte genutzt werden, nicht dem Vergessen anheimfallen. Joan nickte. Vielleicht. Unvermittelt runzelte sie die Stirn. Geheimnisse? Isella, dort oben sind Dinge, von denen Curtis nicht wollte, dass sie irgendjemandem in die Hände fallen. Auch nicht der Regierung. Dinge, mit denen nicht einmal die besten Wissenschaftler experimentieren könnten, ohne große Gefahren heraufzubeschwören. Wenigstens in der Hinsicht dürfen wir ihn nicht im Stich lassen. Isella musterte sie mit einem durchdringenden Blick. Da haben Sie recht, Joe. Ich kann mich noch an so manches erinnern, was er uns gezeigt hat. Für einen Moment grübelte er ernsthaft über die verschiedenen Gesichtspunkte nach, die bei alledem eine Rolle spielten. Schließlich sagte er, ja, uns bleibt genug Zeit. Nicht viel, aber genug, wenn wir uns beeilen. Von einem Moment auf den anderen schienen Joan und Isella fast wieder sie selbst zu sein. Sie hatten etwas zu tun. Eine wichtige Aufgabe erlöste ihren Verstand von dem stillen Brüten, das so schwer zu ertragen war. Wir holen die Dinge aus dem Mondlabor und verstecken sie an einem sicheren Ort. Und dann, falls es jemals... Joan sprach den Satz nicht zu Ende und ihre Stimme klang plötzlich wieder kraftlos. Falls es jemals möglich sein sollte, die Geheimnisse gefahrenlos weiterzugeben, dann wissen wir, wo sie sind. Ich denke, das ist ganz in Captain Futures Sinne, sagte Isella Garni. Er lächelte und wandte sich der Tür zu. Wenn wir erwischt werden, stellen Sie uns vor ein Militärgericht. Aber so ein paar alten Füchsen wie uns kommt so schnell keiner auf die Schliche. Auf, gehen wir! Niemand versuchte, Marshal Garni und Spezialagentin Joan Landor aufzuhalten. Die Patrouille traf ohne viel Aufhebens die nötigen Startvorbereitungen. Und es war keine Stunde vergangen, da war Garnis kleiner Flieger bereits zum Mond unterwegs. Weder Joan noch Isella sprachen miteinander. Joan verfolgte, wie die gewaltige dunkle Masse der Erde hinter ihnen zurückfiel. Sie blinzelte und schaute dann durch die Vorderluke ihrem Ziel entgegen. Sie dachte daran, wie oft Captain Future die Reise unternommen hatte, wenn er nach Hause geflogen war, an seinen Geburtsort. Zielort Mond. Eine seltsame Wiege für ein Kind, wie Joan fand. Der kalte und ehrfurchtgebietende, leblose Mond. Seltsam war er aufgewachsen, von fremdartigen Augen bewacht, von mechanischen Händen umsorgt. Er war ein Kind menschlicher Eltern, ja. Captain Futures Vater war ein Wissenschaftler von der Erde gewesen, der zusammen mit seiner Frau und einem Kollegen auf den Mond gegangen war, um heimlich seinen Forschungen nachzugehen. Sein Kollege war ein Simon Wright gewesen, das menschliche, fliegende Gehirn. Errechnete Flugzeit 1 Stunde, 22 Minuten und 34 Sekunden. In dem Mondlabor, das sie dort errichtet hatten, bauten sie mit Hilfe ihrer wissenschaftlichen Kenntnisse erst Greg, den Roboter. Danach entwarfen sie Otto, den Androiden. Nach dem tragischen Tod von Captain Futures Eltern hatte Simon Wright sich dem Waisen angenommen und ihn mit Hilfe der beiden künstlichen Intelligenzen aufgezogen. Wie schon so oft versuchte Joan sich vorzustellen, wie es für Future gewesen sein musste, dort aufzuwachsen. Die Erde zum ersten Mal durch die gewaltigen Glasitdecken des Labors zu sehen. Die menschliche Sprache zum ersten Mal aus dem sonderbaren Mund von Greg, Otto und Simon Wright zu hören. Seine kindlichen Spiele in den unterirdischen Korridoren des Labors unter Tycho zu spielen. Zielort wird in weniger als 15 Minuten erreicht. Der Mond ist der fünftgrößte Trabant in unserem Sonnensystem und hat einen aktuellen Durchmesser von 3476 Kilometern.
Vor ihrem geistigen Auge sah sie einen kleinen, rothaarigen Jungen, der auf die raue Mondlandschaft hinausschaute, auf die zerklüfteten Gipfel und die unbarmherzigen Felsebenen. Wie einsam er sich doch gefühlt haben musste. In ihren Augen standen Tränen, doch sie weinte nicht um den Jungen, sondern um den Mann, zu dem er geworden war. Einsamkeit war Futures Schicksal gewesen, hatte ihn auf eine unterschwellige Art und Weise geprägt, die ihn von anderen Menschen abhob. Es schien nur angemessen, dass Captain Future, wenn er schon sterben musste, sein Ende in der grenzenlosen Einsamkeit gefunden hatte. Weit weg von allen anderen Menschen, auf einer Reise mit seinen drei Freunden, neuen Sternenkontinenten entgegen, die weit über den Horizont des kleinen Menschengeschlechts hinausgingen. Sie kamen der Oberfläche des Mondes immer näher. Die hochaufragenden Gipfel des Kraters Tycho kamen in Sicht. Der kleine Flieger glitt über sie hinweg und sank auf lodernden Kieldüsen langsam auf den Boden des Kraters heran. Schweigend stiegen John und Isella in ihre Raumanzüge und kletterten auf dem Flieger auf die Mondoberfläche hinab. Sie waren nicht zum ersten Mal hier. Schnell fanden sie den geheimen Zugang und Isella machte sich behutsam an den Reglern zu schaffen, mit denen die gepanzerte Tür geöffnet wurde. Ein Teil des Mondgesteins glitt beiseite und eine Treppe kam zum Vorschein. Sie stiegen hinunter, während über ihren Köpfen sich der Fels wieder schloss. Sie legten ein ganzes Stück Weges zurück, bis sie die Luftschleuse erreichten. Die automatische Steuerung funktionierte reibungslos. Beide warteten, bis die Messdaten anzeigten, dass sich der abgeschlossene Raum mit ausreichend Sauerstoff gefüllt hatte. Dann zogen sie die Raumanzüge aus und traten vor die Tür, die ins Labor führte. Zum ersten Mal zögerte Joan. Ich glaube nicht, dass ich dazu in der Lage bin, dass ich dort hineingehen kann, in dem Wissen, dass er nicht da ist. Dass er nie wieder hier sein wird. Ganz ruhig. Captain Future hätte nicht gewollt, dass Sie weinen. Da bin ich mir nicht so sicher, sagte sie in einem plötzlichen Anfall von Zorn angesichts der grenzenlosen Grausamkeit eines Schicksals, das zugelassen hatte, dass sie sich in diesen Mann verliebte. Meinen Sie, dass es ihn wirklich gekümmert hätte, ob ich weine oder nicht? Sie trat durch die innere Schleuse, dicht gefolgt von Isella. Die Treppe, die vor ihnen lag, war dunkel. Vorsichtig gingen sie hinunter und die Schritte ihrer Stiefel hallten laut durch das Felsengewölbe. Alles war ruhig. Plötzlich geschah es. Jones stieß einen Schrei aus, der sich wieder und wieder an den zerklüfteten Felswänden brach. Auch Isella entfuhr ein tiefer, heiserer Laut. Sie waren gefangen, saßen fest in der Falle. Aus dem Nichts, aus der Finsternis, hatte eine stählerne Hand nach Joan gegriffen. Unvermittelt wurde es hell. Joan wand den Kopf. Hinter ihr ragte ein Schatten auf. Ein monströser, unmenschlicher Schatten mit einem Gesicht aus Metall. Ausdruckslos und fremdartig. Mit unbarmherziger Kraft wurde sie durch die Stahlarme gegen den mächtigen Metallkörper gedrückt. Eine kalte, unwägbare Kraft, von der es kein Entrinnen gab. Isella Garmi stockte der Atem. Joan hörte auf, sich zu wehren. Ihr Körper erschlaffte und vor ihren Augen wurde es dunkel. Ihr Mund bildete ein Wort, das eigentlich keines war, sondern voller Tränen und freudiger Seelenqual war ihre Stimme. Die Felswände warfen das Wort zurück, immer und immer wieder. Greg! 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 Es war Greg, der stählerne Riese der Future Crew. Joan spürte, wie sie sanft abgesetzt wurde. Sie hörte noch weitere Stimmen und Gregs dröhnender metallischer Bariton klang geradezu kleinlaut. Joan! Isella! Ich wusste nicht, dass ihr das seid! Eine andere Stimme, samtige, sachte, aber ärgerlich, klang auf. Du großer, gusseisender Blödian! Hast sie beinahe zu Tode erschreckt.
Pass auf, gleich fällt sie in Ohnmacht. Joan fiel. Lichter, Dunkelheit, Chaos. Das vage Gefühl, getragen zu werden. Dann lag sie irgendwo in einem Wirbel von Nebelschwaden. Schatten glitten über sie hinweg. Sie konnte kaum etwas erkennen. Isella, ja, ihn sah sie, verschwommen und verzerrt. Gregs hochaufragender Körper. Noch ein Gesicht, weißhäutig, auffallend, schmal und spitz zulaufend. Leuchtende Augen, den Blick auf sie gerichtet. Sie hörte ihren Namen und antwortete: Otto! Der Nebel schloss sich wieder. Joan lag alleine da. Dann löste sich etwas aus der Finsternis, als sie blinzelte. Ein kleiner, quadratischer, durchsichtiger Kasten, der mannshoch über dem Boden schwebte. Etwas Fremdartiges und doch völlig Vertrautes. Der künstliche Körper, der das lebende Gehirn von Simon Wright beherbergte. Irgendwo in einem anderen Universum rief eine Stimme nach ihr. Keine andere Stimme kam ihr gleich. Joan! Du lebst. Du bist in Sicherheit. Tränen der Erleichterung liefen ihr über die Wangen. Er küsste sie und sie klammerte sich blindlings an ihn. Dann setzte sie sich plötzlich kerzengerade auf und stieß Captain Future von sich. Sie starrte ihn an, mit Tränen in den zornig blitzenden Augen. Warum hast du uns nichts gesagt? Rief sie. Warum hast du uns in dem Glauben gelassen, ihr wärt tot? Hast du denn überhaupt kein Herz? Ihr müsst doch gewusst haben, wie es uns erging. Ihr seid zurückgekommen vor wie langer Zeit? Vor Wochen? Monaten? Ihr seid wohlbehalten zurückgekehrt und habt uns nichts gesagt! Joan zitterte am ganzen Körper und ging auf Curtis los, fast als wollte sie ihn schlagen. Es tut mir leid, Joan. Captain Future trat einen Schritt zurück, ohne sie anzusehen. Wir wussten, wie es euch erging. Aber wir konnten uns niemandem anvertrauen. Noch nicht. Im grellen Licht des Kuppeldaches wirkte sein Gesicht eingefallen und müde. Es hatte sich verändert, war noch ernster geworden. Es war das Gesicht eines Mannes, den ein eiserner Wille antrieb. Und in seinem Blick lag ein düsterer, ihr fremder Schatten. Sie werden Ihre Gründe haben. Gute Gründe. Isella war älter und eher bereit, seinen Schmerz und seinen Zorn zurückzuhalten. Seine Stimme zitterte vor Neugier, als er fortfuhr. Haben Sie die Andromeda-Galaxis erreicht, Future? Ja, das haben wir. Joan vergaß ihre Wut und ihren Kummer. So sehr erfüllten die vier Worte sie mit Staunen. Ihr habt sie gefunden, flüsterte sie, vor Ehrfurcht ganz starr. Die Andromeda-Galaxis. Ein fremder Kontinent aus Sonnen, die vor den fernsten Gezeiten des Weltraums umspült wurden. Was für eine unglaubliche, herrliche Reise. Captain Future hatte seinen Traum geträumt und hatte ihn Wirklichkeit werden lassen. Haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben? Wollte Isella wissen. Das Geheimnis des Ursprungs der Menschheit? Future schüttelte den Kopf. Es ist viel passiert. Wir sind in Schwierigkeiten geraten, hätten fast Schiffbruch erlitten. Wir hatten Glück, dass wir es geschafft haben, wieder zurückzukommen. Er lächelte unvermittelt. Ein Lächeln, das ungezwungen wirken sollte, es jedoch nicht war. Bitte, du musst mir vertrauen, Joan. Und sie auch, Isella. Ich muss mich um etwas kümmern, das nicht für euch bestimmt ist. Deswegen möchte ich, dass sie beide zur Erde zurückkehren. Ich werde nachkommen und erzählen, was sie wissen wollen. Joan stand auf. Sie nahm Curtis' Hand und blickte ihm tief in die Augen. Du hast Angst. Angst um mich, um uns, wenn wir hier bleiben. Warum? Unsinn. Geh jetzt, Joan. Bitte. Er schaute über ihre Schulter zu Isella hinüber. In seinen Blicken bedeutungsvolle Schwermut. Bringen Sie sie wieder zur Erde, Isella? Curtis hat recht, Joan. Auf uns wartet viel Arbeit. Wir haben zahlreiche Proben mitgebracht, da wärst du nur im Weg. Genau! Würde dir keinen Spaß machen, die ganzen alten Steine und dergleichen. Hört auf, mich anzulügen, alle zusammen!
Joan sah einen nach dem anderen an. Captain Future und seine drei ungleichen Freunde. Sogar in Ottos klugen, spöttischen Augen lag ein dunkler Schatten. Ihr habt Angst. Jeder einzelne von euch. Ihr habt Angst um Isella und mich und deshalb wollt ihr uns loswerden. Ihr habt etwas mitgebracht. Habe ich recht? Ihr habt etwas mitgebracht und davor habt ihr Angst. Und zwar so sehr, dass ihr es nicht gewagt habt, jemandem von eurer Rückkehr zu erzählen. Niemand antwortete ihr. Und in der lastenden Stille im Labor unter Tycho verspürten Joan und Isella Garni einen Hauch von Furcht. Den schwarzen, kalten Atem des Schreckens, der sie von jenseits des intergalaktischen Abgrunds anwehte. Isella fand zuerst seine Stimme wieder und seine Frage galt ihnen allen. Was haben Sie dort draußen gefunden? Wir haben etwas über die Geschichte des alten Geschlechts herausgefunden. Über die Vorfahren der Menschheit. Wir hatten gehofft, sie selbst anzutreffen, aber das war uns nicht vergönnt. Sie sind schon vor langer Zeit weitergezogen, in einen abgelegenen Teil des Universums. Das alte Imperium hat sich wieder in sein Zentrum zurückgezogen, so wie Rom nach seinem Untergang. Aber wir haben die Welten gefunden, wo sie gelebt haben. Welten voller verlassener, schweigender Städte. Geheimnisvolle Welten. Welten des Todes. Wir haben zahlreiche Aufzeichnungen und Inschriften in der Sprache des alten Imperiums gefunden. Die sogenannte denebianische Sprache konnten wir bereits entziffern. Und auch wenn diese Aufzeichnungen vom Zahn der Zeit größtenteils ausgelöscht worden sind, ihre Überreste erzählen noch immer eine seltsame, wunderbare Geschichte. Manches davon wissen wir bereits. Ihr habt uns geholfen, dem Geheimnis der Menschheit auf den Sternwelten unserer Galaxis nachzuspüren, bis wir herausfanden, dass die Antwort in weit größerer Ferne zu suchen war. Jenseits des Abgrunds, der uns von den Tiefen des Weltraums trennt. Nun, jetzt wissen wir, dass die Antwort noch hinter Andromeda zu finden ist. Aber wir haben viel gelernt. Wir wissen, dass die Menschen, das alte Geschlecht, einem unbekannten Geburtsort entstammt und sich über das Universum ausbreitete. Das alte Imperium hat ganze Galaxien beherrscht, so wie wir Planeten beherrschen. Imperien, die von nichtmenschlichen Spezies abstammten. Wie die Liniden zum Beispiel. Die Muskeln um seinen Mund herum spannten sich. Er sagte den Namen noch einmal, ganz leise. Die Liniden, die weisen und entsetzlichen Kreaturen, die der Menschheit vorausgingen und die den Aufbau des Imperiums fast verhindert hätten. Die dem Lauf der Menschheitsgeschichte beinahe ein Ende gesetzt hätten. Die Liniden waren mächtig und stolz. Unzählige Äonen herrschten sie über ganze Galaxien, lange bevor wir, die kleinen Zweibeiner, auftauchten. Dort draußen in der Andromeda-Galaxis wurde vor vielen Zeitaltern die letzte Schlacht zwischen Menschen und Liniden geschlagen. Unsere Vorfahren trugen den Sieg davon. Das haben wir über den Äonen zurückliegenden Kampf herausgefunden, dank der fast unkenntlichen Aufzeichnungen und der zerstörten Denkmäler. Das und einige rätselhafte Hinweise, die das Geheimnis des Ursprungs unserer Spezies nur noch unermüdlich erscheinen lassen. Captain Future schwieg eine ganze Weile. So sehr war er in seinen Traum versunken. Auch seine drei sonderbaren Kameraden betrachteten ihn stumm. Erneut konnte Isella Garni spüren, wie stark die Bande der Freundschaft zwischen der Future-Crew war. So groß ihre Liebe auch sein mochte, ihm und Joan würde es nie gelingen, in den inneren Kreis der Vier einzudringen. Sie würden immer ein wenig Außenseiter bleiben. Ihr habt mehr gefunden als nur Wissen. Du kannst es mir ruhig verraten, Curtis. Vorher gehe ich nirgendwo hin. Nein, ich auch nicht. Wir sind noch vor keiner Gefahr zurückgeschreckt. Captain Futures sorgenvolle Blicke suchten Simon Wright. Was soll ich tun, Simon? Sie haben Ihre Entscheidung gefällt. Sie wollen es so. Na gut. Er legte ihnen beide die Hand auf die Schulter und hielt sie beide fest. Dabei lächelte er. Und dieses Mal wirkte sein Lächeln müde, nicht gezwungen. Ich hätte es wissen sollen. Dann ging er ihnen voraus, durchquerte den großen Hauptraum des Labors. Ein riesiger, runder Saal, der aus dem Mondgestein gemeißelt worden und mit den unterschiedlichsten Gerätschaften bestückt war. Von dem Hauptraum zweigten kleine Zimmer und Korridore ab.
Wohnunterkünfte, Vorratsräume, der Gang, der zum Hangar ihres Raumschiffes führte. Die Komet. Zwei kleine, seltsam anzusehende Tiere, die unterschiedlicher nicht sein konnten, kamen auf Joan und Isella zugestürzt und hüpften außer sich vor Freude um sie herum. Über Isellas angespanntes Gesicht huschte ein kurzes Lächeln. Wie ich sehe, haben Greg und du immer noch eure Spielgefährten, Otto. Ek, der graue, metallfressende Mondwelpe mit der spitzen Schnauze, und Oak, das fette, weiße Mimentier, waren ihm ans Herz gewachsen. Aber nicht einmal ihre aufgeregte Begrüßung konnte das Entsetzen dämpfen, das sich Ada bemächtigt hatte. Und die beiden kleinen Geschöpfe hielten inne, als sie sahen, welcher Tür Captain Future sich näherte. Als er die Tür öffnete, wichen Ek und Oak zurück, als hätten sie Angst. Hier ist es. Joan und Isella standen regungslos da und schauten hinein. In der Mitte des in den Fels geschlagenen Raumes befand sich eine Maschine. Sie glich einem Käfig mit Kristallstäben und glänzenden Drähten. Wenn man bedachte, was darin gefangen war, wirkte die Maschine zerbrechlich. Sämtliche Stäbe und Spulen pulsierten im gleichmäßigen Rhythmus einer starken Energie. Einer so unvorstellbar starken Energie, die es schaffte, dass in dem Kristall diamantene Lichtpunkte flackerten. Diese Maschine, erklärte Simon Wright mit tonloser, monotoner Stimme, erzeugt in ihrem Inneren ein alles umfassendes Stasisfeld. In dem Käfig, der so schlicht aussehen mag, kann es weder Zeit, Entropie noch Bewegung geben. Joan war zurückgeschreckt und schmiegte sich an Curtis. Ihre Augen waren auf das gerichtet, was dort lag, so reglos in seinem Käfig aus Energie. In der Mitte hatte das Ding einen Kern aus dichter Finsternis, der von verschlungenen dunklen Schleiern eingehüllt war. Kern und Schleier wirkten fest, greifbar, ohne aber Fleisch zu sein. Die äußere Gestalt und Funktion des fremdartigen Geschöpfes waren nach geläufigen evolutionären Maßstäben so vollkommen fremdartig, dass Joans Augen seine Form nicht zu erfassen vermochten. Gleichzeitig deuteten die starre Bewegungslosigkeit des fremden Geschöpfs und seine freischwebenden Schleier auf eine proteische Unbeständigkeit hin. Joan spürte, wie sie eine Gänsehaut bekam und instinktiv zurückwich. Fast glaubte sie, in ihrem Herzen eine schwarze, eisige Flut zu spüren, die von dem fremden Geschöpf ausging. Ein namenloses Grauen angesichts von etwas, das sich so grundlegend von allen Lebensformen unterschied, die sie kannte. Was ist das? Einer der ersten Herren der Galaxis. Ein Linide. Das Wissen, das einen Namen hatte, machte es irgendwie weniger bestürzend. Joan zwang sich erneut hinzuschauen. Wir haben es in einer der verlassenen Städte des alten Menschengeschlechts gefunden. Ich habe es gefunden. Ich war es, der die Gruft und den Saal der 90 Sonnen aufgebrochen hat. Und wenn ich nicht gewesen wäre, hättet ihr es nicht fortschaffen können. Starker Rücken, schwacher Verstand. Ottos Spott kam nicht von Herzen. Der dunkle Schläfer erfüllte sie alle mit Ehrfurcht. Und vor Millionen von Jahren waren diese Kreaturen die Herrscher der Schöpfung? Fragte Isella ungläubig. Future nickte nachdenklich. Ja, ihnen gehörte die Galaxis, bevor die Menschen kamen. Sie führten Krieg mit den Menschen des alten Geschlechts. Aber nicht nur die Menschen waren es, die ihren Untergang herbeiführten. Jede Spezies hat ihre Zeit. Und die der Leniden war verstrichen. Wie viele andere große Spezies starb sie vor allem deswegen aus, weil sich ihre Umweltbedingungen verändert hatten. Nach dem, was wir herausgefunden haben, glauben wir, dass die tödlichen Veränderungen im Fall der Leniden eine Form von Entropie war. Die Zunahme der kosmischen Strahlung hat sich irgendwie nachteilig auf ihre uns fremdartige Lebensweise ausgewirkt. Dieses Ding, naja, obwohl es tot ist, sieht es nach all der Zeit so lebendig aus.
Das ist es ja gerade, Joan. Er ist nicht tot. Seine Worte hallten durch die Felsenkammer wie die gestaltgewordene Stimme der Gefahr. Wie von einem gemeinsamen Instinkt geleitet, wich sie von der Tür zurück. Für eine Weile sagte niemand etwas. Dann lieferte Simon Wright die Erklärung. Aus Aufzeichnungen haben wir erfahren, dass das alte Geschlecht den galaktischen Krieg gegen die Liniden gewonnen hat. Aber dass selbst sie ihre Feinde nicht auslöschen konnten. Sie konnten sie nur einsperren. Und zwar mit Hilfe von Stasisfeldern wie diesem hier. Wir sind allerorten auf Warnungen gestoßen. Sollte die Stasis aufgehoben werden, würde der Linide ins Leben zurückkehren und das Bewusstsein wiedererlangen. Als wären all die Äonen nicht verstrichen. Auch würde er wieder über seine ganze Macht verfügen. Eine Macht, deren Herrschaft vollkommen ist und gegen die nur die Energiejuwelen Schutz bieten. Sollte die Stasis aufgehoben werden? Nein, Curtis, du willst doch nicht... Wir werden sie aufheben, Joan. Ein wenig, gerade genug, um den Liniden wieder zum Leben zu erwecken. Aber nur so weit, dass er noch gefangen bleibt. Wir sind der Überzeugung, dass wir uns telepathisch mit ihm verständigen können. Future wirkte äußerst konzentriert und schwitzte vor Anspannung, vor Sorge, vor Erregung. Wir kennen das Risiko, das wir eingehen, aber wir müssen es tun. Wir lassen uns nicht völlig schutzlos auf die Sache ein. Auch im Saal der 90 Sonnen gab es Energiejuwelen. Das alte Geschlecht muss ihn als eine Art Treffpunkt mit den Liniden benutzt haben, als darüber verhandelt wurde, wer über Andromeda herrschen würde. Und genau die Juwelen haben wir mitgebracht. Captain Future holte die Juwelen aus einem gesicherten Schließfach hervor. Sie waren keine gewöhnlichen Juwelen. Sie sahen fremdartig aus. So schwarz wie der Linide selbst. So rund und glatt, dass sie nichts Irdisches hatten. Jedes Juwel war an der Vorderseite eines Stirnbandes aus leichtem Metall angebracht. In der gewaltigen, erdrückenden Stille wappneten sie sich und legten die Stirnbänder an. Simon Wright befestigte sein Stirnband an seinem Gehäuse. Wir wissen nicht, wie die Juwelen funktionieren. Wir gehen aber davon aus, dass sie wirksam sind. Ich glaube, wir können dem alten Geschlecht vertrauen. Curtis, bist du bereit? Ja. Dann los. Sie gingen zurück in den Raum, in dem die in Schleier aus Finsternis gehüllte Gestalt schlief. Jetzt bemerkten Joan und Isella neben der Stasis-Maschine einen hohen kastenförmigen Apparat, an dessen Vorderseite sich ein gewöhnlicher Lautsprecher befand. Das ist der telepathomechanische Übersetzer, den wir gebaut haben. Die Juwelen schützen vor mentalen Angriffen, indem sie alle fremden telepathischen Impulse ablocken. Also können wir Gedanken projizieren, aber nicht die telepathischen Antworten hören. Doch der Apparat empfängt die Gedankenimpulse des Liniden und übersetzt sie in hörbare Rede, sodass wir uns gefahrlos verständigen können. Simon Wright sah Captain Future an. Nachdem Future den Schalter des Übersetzers umgelegt hatte, näherte er sich dem schimmernden Käfig. Er streckte die Hand aus. Vorsichtig, mit grenzenloser Behutsamkeit, drehte er den Regler einen Millimeter zurück, dann zwei. Das pulsierende Flackern in dem Kristall ließ ein kleines bisschen nach. Das Leuchten der Röhre und der Drähte wurde schwächer. Und die in Schleier aus Finsternis gehüllte Gestalt regte sich. Future trat einen Schritt zurück. Darüber hinaus war kein Geräusch zu hören. Niemand rührte sich. Die sich windenden Schatten, die den innersten Kern des Liniden einhüllten, oszillierten und entfalteten sich träge. Trotz der Barriere, die der Juwel um seinen Kopf bildete, verspürte Future einen leisen Schauer, einen Hauch von Entsetzen. Der Linide war erwacht. Captain Future wurde sich ganz entfernt der felsengleichen Reglosigkeit seines Körpers bewusst. Seine Muskeln waren so angespannt, dass sie zu reißen drohten. Tief in seinem Inneren regte sich eine Furcht, wie er sie in seinem ganzen abenteuerlichen Leben noch nie empfunden hatte. Ein atavistisches Grauen,
das uns sonst nur in Albträumen heimsuchte. Sein Herz raste vor Aufregung. Die dunklen Schleier in dem Kristallkäfig wogten und waberten. Das schattenhafte Ding setzte sich gegen die partielle Stasis, die es noch immer festhielt, zur Wehr. Es reckte und streckte langsam seine Glieder, neugierig, forschend, geduldig. Die Schleier berührten die Leuchtröhren. Sie zuckten zurück und harrten reglos aus. Aber nicht so wie noch vor wenigen Sekunden. Jetzt waren sie von Leben erfüllt. Von einer entsetzlichen, ungezügelten Kraft. Fast schien es, als warteten sie auf eine Gelegenheit, sich auf die Menschen zu stürzen, die ihr Gefängnis umstanden. Future wusste, dass der Linide ihn beobachtete. Er konnte es ganz deutlich spüren. Der innerste Kern aus Finsternis erstrahlte unter den Schleiern in einem düsteren Glanz. Und Future musste an das Herz dunkler Nebulae denken, die er in den Tiefen des Weltraums gesehen hatte, an die Cluster lastender Sonnen. Er blickte in den empfindungsfähigen Kern hinein und spürte Intelligenz, Weisheit, eine Macht so ursprünglich und unwiderstehlich wie der Tod. Eine Macht, die behutsam ihre Finger nach seinem Geist ausstreckte und zurückwich, gerade wie ihr Körper es getan hatte. Die Juwelen hatten auf den Reiz so reagiert, wie es ihre Aufgabe war. Captain Future sah, dass er und seine Gefährten jetzt von einer schwärzlichen Aura umgeben waren, die sie von Kopf bis Fuß einhüllte. Er vermutete, dass die Juwelen komplizierte Empfänger und Transformatoren waren, die den telepathischen Vorstoß des Liniden abgefangen und verstärkt hatten, um ihn als Verteidigungsschild zu benutzen. Eine äußerst fortschrittliche Anwendung des alten, plumpen Prinzips, dass man einen Feind am besten mit seinen eigenen Waffen schlug. Urplötzlich war Future grenzenlos dankbar für die Energiejuwelen. Die schwachen Berührungen des Liniden, die er gespürt hatte, hatten ausgereicht. Future sprach, bildete in Gedanken eindeutige Worte, damit die anderen ihn hören und verstehen konnten. Jetzt würde es sich zeigen, ob er richtig vermutet hatte. Wenn der Linide wirklich über telepathische Kräfte verfügte, und davon war Future überzeugt, dann war es möglich, der kosmischen Geschichte den Schleier der Zeit vom Angesicht zu ziehen. Konzentriere dich. Fasse klare Gedanken. Projiziere deine Gedanken nach außen durch die düstere Aura des Juwels. Einst muss es zwischen den Menschen und den Liniden zum Austausch von Informationen gekommen sein. Damals, im Saal der 90 Sonnen. Kannst du meine Gedanken empfangen? Verstehst du, was ich sage? Captain Future wartete, erhielt aber keine Antwort. Die Kreatur beobachtete ihre Umgebung, mehr nicht. Future verließ der Mut. War es möglich, dass sie die Aufzeichnungen des alten Geschlechts missverstanden hatten? Nein, das konnte und wollte er nicht glauben. Antworte mir bitte. Kannst du meine Gedanken hören? Schweigen. Die schwarzen Schleier bewegten sich ganz leicht. Darunter glomm der finstere Kern. Aus dem telepathischen Übersetzer drang jedoch kein Geräusch. Du verhöhnst mich, nicht wahr? Du zeigst mir deine Überlegenheit. Na gut, wie du willst. Ich bin es, der dich erweckt hat. Und ich bin es, der dich wieder schlafen lassen kann. Er streckte die Hand nach dem Regler aus. Die Schleier kräuselten sich aufgeregt und der finstere Kern verströmte einen rauen Glanz. Jählings und erschreckend laut hallte die tonlose, metallische Stimme des mechanischen Übersetzers durch den Raum. Ich höre dich. Menschling. Ein leises Keuchen machte sich unter den Erdbewohnern breit. Alle hielten sie die Luft an. Future brach der Schweiß aus. Er hielt den Regler fest umklammert, ein Zeichen, dass er dem Liniden gegenüber keine Schwäche zeigen würde. Du weißt, dass du nicht entkommen kannst. Nur ein Ruck und du versinkst wieder im Schlaf des Vergessens. Wieder keine Antwort. Futures Stimme klang heiser. Passend zu dem Gedanken, den er projizierte. Du weißt das. Hab ich recht? Ich weiß es. Auf Captain Futures Stirn glänzte der Schweiß. Es gibt etwas, das ich dir geben kann. Und es gibt etwas, das du mir geben kannst. Wissen.
Wissen? Ich soll den Menschen das Wissen der Herren der Galaxis geben, damit sie es gegen uns verwenden können? Mach dich nicht lächerlich. An solchem Wissen bin ich nicht interessiert, erwiderte Future rasch. Mich interessieren Waffen und Gewalt nicht. Mich interessieren die Vergangenheit der Galaxis, die Wahrheit erfahren über die Vergangenheit meines Volkes. Ich soll die Weisheit der Liniden den wimmelnden, niederträchtigen Horden der Menschheit verraten? Niemals! Future hatte die Antwort erwartet. In ruhigem Tonfall sagte er: Bedenke, es gibt etwas, das ich dir dafür zu geben bereit bin. Was kannst du mir schon geben, Mensch? Deine Freiheit. Ich kann dich aus dem Stasisfeld entlassen, das dich umschließt. Captain Future hatte das Interesse des Liniden geweckt. Unter den Gewändern und Schleiern machte sich Unruhe breit. Joan war leichenblass, ihre Miene entsetzt. Sie wollte etwas sagen, Future aber hielt sie zurück. Ehrlichkeit schafft Vertrauen, Joan. Freiheit, das biete ich dir an. Nicht sofort, aber in absehbarer Zeit. Das ist das, was ich dir anbieten kann. Die Freiheit werden mir auch meine Brüder schenken, wenn sie endlich kommen und euch Menschen auslöschen. Captain Future war überrascht. Hatte der Linide keine Ahnung, wie lange er schon ohne Bewusstsein dagelegen hatte? Wie viel in den Äonen geschehen war? Er dachte kurz nach, überlegte, ob er es dem Liniden sagen sollte. Future entschied sich dagegen. Der Linide hätte ihm niemals im Leben geglaubt. Er entschied sich, vorsichtig zu fragen: Wo sind deine Brüder? Sind sie gekommen, während du regungslos unter dem Saal der 90 Sonnen lagst? Der Linide zögerte und stellte vorsichtig seine Frage. Was garantiert mir, dass du dich an unsere Übereinkunft hältst, Menschlein? Nichts, außer mein Ehrenwort. Das ganze Universum weiß, dass der Mensch die einzige Kreatur ist, die lügt. Aber ich will frei sein. Frei, um zu leben. Und der Freiheit willen werde ich dich an meinem Wissen teilhaben lassen. Ich danke dir. Dann beantworte mir die Frage. Woher kommt mein Volk? Wo hat es seinen Ursprung? Das weißt du nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich dich dann fragen? Wahrlich, die Söhne der Menschen sind kriechende Ungeziefer. Nur eine Stunde alt kennen sie ihre eigene Vergangenheit nicht mehr. Future schenkte dem Spott keine Beachtung. Wer waren die Vorväter der Menschheit? Woher stammen sie? Menschlinge. Ihr seid die jüngsten Emporkömmlinge des Universums. Nichts wisst ihr von seiner gewaltigen Geschichte. Nichts auch nur von eurer eigenen. Wie wollt ihr erbärmliches Gezücht aus Fleisch, die ihr sterbt, kaum dass ihr geboren seid, etwas von der Erhabenheit zurückliegender Zeitalter ahnen? Wir Liniden wissen alles. Wir sind nicht wie ihr an Fleisch gebunden. Wir leben nicht wie ihr lebt. Denn wir sind nicht Kinder des vergänglichen Lichts, sondern Kinder der ewigen Finsternis. Ja, Kinder der dunklen Nebulae und nicht der hellen Galaxien. Damit wir nicht an starres Gebein gekettet sind, das nur allzu bald stirbt und zerfällt, gleichen wir den dunklen Wolken des Ursprungs, um uns den Veränderungen anpassen zu können. Bestürzt erinnerte sich Captain Future daran, wie er, als er den Liniden zum ersten Mal gesehen hatte, sofort an die schimmernden Wirbel der außergalaktischen Nebulae hatte denken müssen. Die tonlose, metallische Stimme erschien nun lauter, voller plötzlichem Stolz erfüllt. Eine Täuschung, die ihren Ursprung in den Worten hatte, die sie sprach. Aus unserer dunklen Heimat sind wir gekommen, vor unendlich langer Zeit. Wir brauchten keine schweren, metallenen Schiffe. Nein, wir stießen als körperlose Schemen in zahllose Galaxien vor, um sie für unser Volk zu erobern. Ruhm und Ehre den Liniden. Weisheit und Macht, die die großen Sternenreiche unter unsere Herrschaft brachten. Kriege,
die wir über die sternenklaren Abgründe hinweg mit anderen Völkern führten, die uns herausforderten, denen wir entgegentraten und die wir besiegten und vernichteten. Alle, bis auf die Menschheit. Lenide, woher stammen wir? Ja, die Menschheit. Die Kreaturen, die weniger wert sind als Staub. Die von den Erstgeborenen emporgehoben wurden, als letzte Herausforderung wider uns. Future erstarrte. Er fühlte sich, als würden sich die Portale zu einer jahrtausendealten, längst entschwundenen, kosmischen Vergangenheit unmittelbar vor ihm öffnen. Die Erstgeborenen? Wer waren sie, Lenide? Wer? Sie existierten bereits vor dem Geschlecht der Liniden. Weder ähnelten sie uns noch einer anderen Rasse. Und auch menschlich waren sie nicht. So heißt es in den Legenden. Sie waren unendlich weise. Das war im ganzen Universum bekannt. Und doch waren sie auch närrische Träumer. Sie träumten von einem Universum, in dem es immer und ausnahmslos gerecht zugehen sollte. Und sie hatten sich vorgenommen, den Traum zu verwirklichen. Dazu aber waren sie nicht fähig. Die Erstgeborenen waren nicht imstande, uns Liniden zu unterwerfen. Und ebenso wenig all die anderen Rassen, die mit uns um die Herrschaft stritten. Geschlagen kehrten die Erstgeborenen in ihre verborgene Welt zurück. Und die Erstgeborenen sprachen: So groß unsere Weisheit auch war, wir waren nicht in der Lage, das gesamte Universum einem Gesetz zu unterwerfen. Der Grund hierfür ist, dass wir uns weder physisch noch psychisch an all die verschiedenen Welten des Universums anzupassen vermochten. Unser Traum ist dahin. Und mit ihm auch unser Lebenswille. Deshalb ist für uns die Zeit gekommen, die Welten zu verlassen. Doch bevor wir gehen, lasst uns eine neue Rasse emporheben. Eine Rasse, die eines Tages erreichen wird, was uns versagt blieb. Und um dieses Erbe anzutreten, hoben die Erstgeborenen die ersten Menschen hervor. Diese kriechenden Affen, diese schmutzigen, schnatternden Horden, die abgelegene Welten bevölkern. Diese Lügner, diese Betrüger, diese Falschspieler. Sie sagten: Obwohl dies alles zutrifft, liegt in ihr der Keim der Macht verborgen. Die Saat, die, wenn sie aufgeht, eines Tages das ganze Universum unter dem Gesetz der Gerechtigkeit vereinen wird. Das Volk wird umsetzen, was wir uns erträumen. Nun, aus den lärmenden Affen haben die Erstgeborenen deine Spezies gemacht, Menschling. Deine Art, die keine der Wesensmerkmale der großen galaktischen Völker in sich trägt, der nichts besitzt außer Neugier, erhebt sich empor. Nur Neugier. Neugier, die alle Kräfte entfesselt, die es euch ermöglicht, Macht zu erlangen und zu missbrauchen. Deine Spezies wurde vor langer Zeit in verschollenen Äonen auf das Universum losgelassen. Die mechanische Stimme verstummte und Captain Future spürte, wie ein Schauer seine Nervenbahnen entlang raste. Das kosmische Rätsel war endlich gelöst, auch wenn sich hinter dem Offenbarten noch tiefere und ältere Mysterien verbachen. Auf der Erde aber entwickelten sich die Menschen aus den Affen. Das ist bewiesen und belegt, fügte Isella verwirrt hinzu. Die Antwort des Liniden klang spöttisch. Auf allen Welten sind die Menschen auf das Entwicklungsstadium eines Affen zurückgefallen. Immer und überall. Mühsam war der Weg der Menschheit. Wo haben die Erstgeborenen das alles getan? Wo in all den Galaxien steht die Wiege der Menschheit? Warum sollte ein Linide sich dafür interessieren? Aber es gibt Überlieferungen. Die tonlose, übersetzte Stimme des Liniden hielt inne. Eine eigenartige Unbeweglichkeit ließ die Schleier erstarren. Was für Überlieferungen! Die schmalen grauen Schatten, die sich, während er sprach, klammheimlich von dem Stasisfeld gelöst hatten, bemerkte Future nicht. Ich werde dir sagen, was ich weiß.
Vielleicht beantwortet das deine Frage. Hör genau zu. Auf jedes Wort gespannt, reckten sich die Zuhörer weiter vor. Und dann bemerkte Captain Future aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Und als er den Kopf wandte, sah er, dass sich Eek, der Mondwelpe, eigenartig flink und verstohlen Joan näherte. Gestürzt wurde ihm klar, was da geschah. Er stieß eine Warnung aus. Joan, pass auf! Und stürzte vorwärts. Doch im selben Moment wusste er, dass es zu spät war. Dass er einen tödlichen Fehler begangen hatte. Er hatte den telepathischen, hochempfindsamen Geist des Mondwelpen vergessen. Und der Linide hatte seinen Gedanken ausgesandt und ein schutzloses, empfindsames Werkzeug gefunden. Der hastige Monolog, das Versprechen, auch das letzte Wissen preiszugeben, hatte dazu gedient, sie alle abzulenken. Captain Futures Aufschrei löste einen Tumult aus. Joan fuhr herum. Futures Hand streifte den schlanken, vorwärts stürzenden Körper, ohne den Mondwelpen zu fassen zu bekommen. Eek sprang zielsicher auf Joans Gesicht zu. Mit den Zähnen bekam er das Energiejuwel zu fassen und riss es Joan vom Kopf. Das Juwel im Maul rollte sich Eek auf dem Boden ab und war urplötzlich wieder so brav wie eh und je. Captain Future machte einen verzweifelten Satz auf Joan zu. Kaum hatte sie das Schutzschild nicht mehr eingehüllt, war sie herumgewirbelt. Jetzt stürzte sie auf den Regler des Stasis-Käfigs zu. Joan stand der Maschine näher als Captain Future. Sie legte den Hebel um. Nicht! Nein! Was tust du, Joan? Verflucht! Sie stürzt uns alle ins Verderben! Mit übernatürlicher Schnelligkeit verließ der Linide das aufgehobene Stasisfeld und packte Joan. Die dunklen Schleier wallten auf und hüllten die reglos dastehende Spezialagentin ein. Ihr Blick ging ins Leere. Der Linide verschmolz mit ihr. Der Satz, eine Macht, deren Herrschaft vollkommen ist und gegen die nur die Energiejuwelen Schutz bieten, fuhr ihm mit entsetzlicher Deutlichkeit zurück ins Gedächtnis. Jetzt verstand Future, wie die Inschrift gemeint war. Nicht nur von geistiger, sondern auch von physischer Herrschaft war die Rede. Der Körper des Liniden drang in den Körper seines Opfers ein, mithilfe der unheilvollen Macht, Atome manipulieren zu können. Eine Macht, die nur einer außerirdischen Lebensform zur Verfügung stehen konnte. Joan stand vor ihnen. Das Gesicht düster, maskenhaft und fremdartig. In ihren Augenhöhlen wirbelten Schatten. Schatten, die wie gelähmt dastehende Future Crew musterten. Und nun, Menschling, wollen wir noch einmal über meine Freilassung sprechen, oder? Während sie alle wie versteinert dastanden, überkam Captain Future die furchtbare Erkenntnis, dass er seine Kräfte überschätzt hatte. In all den Jahren, in denen die Future Crew durch den Weltraum geflogen und zahllose Abenteuer bestanden hatte, hatten sie immer wieder gefährlichen Gegnern die Stirn geboten. Sie waren ihnen entgegengetreten und letztendlich hatten sie stets den Sieg davongetragen. Doch nun begriff Future, dass diese Tatsache einer fatalen Selbstüberschätzung Nahrung geboten hatte. Sie hatte ihn dazu verleitet, dass er es gewagt hatte, sich mit dem tödlichsten Feind zu messen, mit dem es die Menschheit je zu tun gehabt hatte. Einem monströsen Überlebenden weit zurückliegender Zeitalter, für den er nicht mehr war als ein Kind. Er hat Joan. Und es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Soll ich euch noch mehr Wissen schenken, Menschling? Soll ich euch noch mehr erzählen, bevor ich in Fort eile, um mich mit meinen Brüdern im Kampf gegen die menschliche Brut zu vereinen? Der Linide wollte sie vernichten. Das hatte Future begriffen. Und um das zu vollbringen, würde er sich Joan als sein Werkzeug bedienen. Es gab nur einen Weg, ihn aufzuhalten. Und der bestand darin, das Werkzeug zu zerstören. Joan zu töten. Sie alle wussten, dass es nur eine Möglichkeit gab, den Liniden aufzuhalten. Und es war eine Möglichkeit,
vor der sie, obschon selbst vom Tode bedroht, zurückschreckten. Future machte sich bittere Vorwürfe. Er würde das nicht zulassen. Das konnte er nicht. Kalter Zorn überkam ihn. Ein ihm wohlvertrautes Gefühl, das nichts mit menschlicher Wut gemein hatte, sondern etwas Unerbittliches war, das Erbe seiner Kindheit unter nichtmenschlichen Freunden. Er gab sich ihm ganz hin. Beeil dich, Menschling! Stell deine Fragen! Zwei Dinge schossen Future gleichzeitig durch den Kopf. Zum einen, dass der Linide erneut redete, um sie von etwas abzulenken, dass er sich ihnen in Jones Körper behutsam näherte, um auch ihnen die schützenden Juwelen herunterzureißen, um absolute Macht über sie zu erlangen. Zum anderen ein Gedanke, der einem schwachen Hoffnungsschimmer glich. Er hatte dem Liniden gegenüber einen winzigen Vorteil, nur einen einzigen. Aber den konnte er als Waffe einsetzen. Es war keine greifbare Waffe. Nein, die letzte Waffe war eine psychologische. Der Linide wollte sie töten. Er konnte Joan dazu benutzen. Futures einzige Hoffnung bestand darin, den Liniden von seiner Absicht abzulenken, indem er ihn psychologisch attackierte. Dann kehre doch zurück zu deinen Brüdern, wenn du sie denn finden kannst. Geh zurück nach Andromeda und feiere mit ihnen den großen Sieg über die Menschheit. Der Linide hielt in seinen bedächtigen, verstohlenen Bewegungen inne. Er hatte in Captain Futures Worten etwas herausgehört, das ihn verstörte. Was glaubst du, wie lange du leblos in dem Saal der 90 Sonnen gelegen hast? Jahre? Jahrhunderte? Oh nein, äonenlang. Und wie ist es dem Volk der Liniden in den Äonen ergangen? Haben sie den Sieg davongetragen? Im Gegenteil, der Tod hat sie ereilt. Deine Brüder sind vor langer, langer Zeit ausgestorben und dein Volk ist im ganzen Universum unbekannt. Sie sind alle tot. Alle. Außer dir. Du bist der Letzte deiner Art. Du lügst! Es kann unmöglich wahr sein, dass ihr Menschen den Krieg gewonnen und meine Rasse ausgelöscht habt! Es waren nicht die Menschen allein, die euch besiegten. Die Zunahme der für die Liniden tödlichen Strahlung war es, die dein Volk verkümmern ließ. Das tödliche Uhrwerk der Entropie hat erbarmungslos weitergetickt, während du leblos dalagst. Weder in dieser Galaxie, noch in Andromeda, noch in den anderen Welten leben Liniden. Du bist alleine. Ich habe sie gesehen, die uralten Inschriften der Menschen, die vom Niedergang der Liniden Zeugnis abgelegt haben. Berichte von den Welten, die einst deiner Rasse gehörten. Doch das ist lange her. Dort ist die Erinnerung an die letzte Schlacht festgehalten, den Sieg der Menschheit. Täuschung! Lüge! Ich habe Herrschaft über das Mädchen erlangt. Ich kontrolliere ihren Verstand, ihren Geist und ihre Erinnerungen. Und dort kann ich nichts von dem finden, was du sagst. Das war die Reaktion, die Future sich erhofft hatte. Und er ging sofort zum Angriff über. Sie hat all das nicht miterlebt. Sie kennt nur das winzige Sonnensystem hier und nichts darüber hinaus. Aber ich habe es gesehen. Und ich kann es dir beweisen. Die Söhne der Affen haben schon immer falsch gespielt. Du hast keinen Beweis. Und ob ich den Beweis habe? Futures Gesicht war so weiß wie Marmor. Du kannst den Körper von Joan verlassen und mich in Besitz nehmen, mein Verstand und meine Erinnerungen an das, was ich gesehen habe. Dann wirst du erfahren, ob ich die Wahrheit gesprochen habe. Voller Spannung wartete er auf die Antwort. Er wusste, dass dies seine einzige Chance war. Die einzige Chance, Joan zu retten. Die Schatten in Joans leeren Augen wirbelten umher. Der Linide wirkte unsicher und verwirrt. Future wusste, dass es ihm gelungen war, im Geist des Liniden einen fruchtbaren Zweifel zu säen. Würde die Kreatur die Zweifel ablegen und sein Angebot annehmen? Er wollte es nicht glauben. Ein Wesen, das mit solcher Leidenschaft und solchem Stolz von seinem Volk gesprochen hatte, konnte es niemals im Leben ertragen, so lange im Ungewissen darüber gelassen zu werden, ob seinesgleichen das fürchterliche Schicksal ereilt hatte, das Future ihm beschrieben hatte. Future hob die Hand und zog sich das Band mit dem Juwel vom Kopf, warf es fort und stand schutzlos da.
Er schaute geradewegs in die kalten Schatten in Jones Augen. Ich biete dir eine stärkere Waffe an als jene, die du besitzt, und dennoch fürchtest du dich, von ihr Gebrauch zu machen. Du fürchtest dich, Linide, vor der Wahrheit. Nein, mein Volk kennt keine Furcht. Die leicht verschwommenen Umrisse des Mädchens zerfaserten noch mehr und die entsetzliche Zwiegestalt bäumte sich über Jones Körper auf. Der verschleierte Schatten löste sich von ihr, substanzlos und doch fest. Er zog sich zurück und Joan war frei. Sie stürzte zu Boden und dann mit einem schwachen, jammervollen Laut verlor sie das Bewusstsein. Der Linide schwebte über ihr und begann sich langsam zu bewegen. Gregs zorniges Brüllen erschütterte die Felsen. Der Roboter machte einen großen Schritt nach vorne und Ottos geschmeidiger, unglaublich flinker Körper spannte sich an wie ein Bogen, bereit zur Tat. Und er sprang Greg zur Seite. Doch Simon Wrights durchdringende Stimme sagte scharf: Halt! Curtis muss das auf seine Art zu Ende bringen. Mit äußerstem Widerwillen gehorchten Greg und Otto. Sie hätten ihr Leben geopfert, doch in dem Kampf zwischen zwei Geistern konnten sie nicht helfen. Captain Future beobachtete, wie der finstere Schatten Gestalt annahm. In dem Moment verspürte er Angst. Eine Angst, die kein Mensch mehr gekannt hatte, seit jener längst vergangenen Zeit, als der Kampf im halben Universum ausgetragen wurde. Die schwarzen Schleier kräuselten und dehnten sich. Der lauernde Schatten hüllte ihn ein und bannte jegliches Licht. Der Kern des Liniden glühte und grübelte in einem Cluster kleiner Sonnen. Er pulsierte, kam näher, immer näher. Die schattenhafte, feste Materie hüllte Captain Future ein wie ein Mantel. Ein Sargtuch. Sie war in ihm, in seinem Fleisch, zwang die Atome seines Körpers auseinander und verschmolz sie mit seinem eigenen. Wenn er denn eine Stimme gehabt hätte, hätte Captain Future bei dem unmenschlichen Schmerz aufgeschrien. Ihrer beider Bewusstsein prallte aufeinander und Future fühlte sich, als würde eine eisige Nova in seinem Gehirn explodieren. Der Kosmos geriet ins Wanken und verdunkelte sich. Sie waren eins, Captain Future und der Linide. Sein Geist war bereit, den Liniden einzulassen. Sein ganzes Leben, alles, was er gedacht, getan und gesehen hatte, alles Vergessene und Erinnerte lag offen da. Und durch ihre erschreckende Vereinigung war der Geist des Liniden für Future ebenfalls zugänglich. Allerdings nicht in letzter Konsequenz. Das meiste, was er sah, war für den menschlichen Verstand unbegreiflich. Es war ein unfassbar alter, starker Geist, der so gewaltig war, dass Future in seiner Gegenwart große Ehrfurcht überkam. In ihm war nichts bösartig. Er war nur anders. Manche seiner Erinnerungen teilte er nun. Wie er flink und frei die Ufer der dunklen Nebulae entlang geflogen war. Wie er in die tiefschwarzen Weiten jenseits des menschlichen Horizonts eintauchte. Future sah die Heimat seiner Rasse, die wolkigen Welten aus Nebel und kaltem Feuer. Matt und majestätisch durchmaßen sie das Universum, finstere Fremde sogar in ihrem eigenen Kosmos. Doch vor allem waren da Stolz und die Macht, die es einer Spezies erlaubten, über sämtliche Geschöpfe in Hunderten weit verstreuter und unbekannter Sonnenreiche zu herrschen. Letzteres waren nur flüchtige Eindrücke, die zu ihm zurückkehrten durch den Geist des Liniden, während er in Futures Erinnerungen nach der Wahrheit suchte. Die ausgestorbenen und leeren Welten, die Städte ohne Licht und Laut, die verlassenen Sterne, der Saal der 90 Sonnen, der vergessene Schrein vergangenen Ruhms mit den Inschriften, die feierlich vom Krieg und von einer Spezies berichteten, die vor langer Zeit ausgelöscht worden war, das Andenken an den Tod, die Niederlage, die Grabschrift des Imperiums, das vor den Menschen geherrscht hatte. All das sah und las der Linide. Future spürte, wie entsetzt der Linide war.
wie der Stolz und die Gewissheit der Macht mit jedem Quäntchen Informationen, das er aus dem Bewusstsein der menschlichen Kreatur fischte, die er so sehr verachtete, mehr und mehr schütter wurde. Das schreckliche, unritterliche Heraufdämmern der Erkenntnisse, die quälende Wahrheit, die enthüllt wurde und ein Weltbild erschütterte, das seit unzähligen Zeitaltern Bestand gehabt hatte. Die Liniden herrschen und sind ein mächtiges Volk. Das war einmal. Die Liniden sind eine ausgestorbene Spezies. Und sogar ihr Name ist dem Vergessen anheimgefallen. Future spürte den Augenblick, in dem der letzte Hoffnungsschimmer in dem Liniden erlosch. Ich bin der Letzte. Mein Volk verloren. Der Letzte meiner Art. Der unerbittliche Griff, in dem der Linide Futures Geist hielt, wurde schwächer. Die erdrückende, fremdartige Gegenwart in seinem Körper verblasste, niedergeschmettert durch das Gewicht der Wahrheit. Es war, als wäre der Linide gestorben. Future musste miterleben, wie sich Einsamkeit und völlige Verzweiflung anfühlte. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis sich der Linide wieder regte. Langsam, sehr langsam, wie jemand, den die Hand des Todes bereits berührt hatte, zog sich die Kreatur aus Körper und Geist des Menschen zurück. Sie schwebten nun frei in der Luft, und ihre finsteren Schleier waren wie Traumgewänder um ihr Herz gefaltet. Mit einem letzten Aufblitzen seines uralten Stolzes sprach der Linide, und seine Worte kamen volltönend aus dem mechanischen Übersetzer. Es war das Voranschreiten der Zeit, das uns besiegte, nicht der Mensch. Future spürte, wie seine Knie zitterten. Seltsamerweise empfand er dem Liniden gegenüber nunmehr weder Angst noch Hass, nur noch ein sonderbares Gefühl von Mitleid. Die Schlacht ist geschlagen. Es ist alles vorbei. Und ich bin der Letzte meiner Art. Die dunklen Schleier erbebten und wirbelten durcheinander, verbargen den Kern der Kreatur. Sie schien um sich zu schauen, nicht auf Future, Isella, Joan oder die Future Crew, sondern auf etwas, das in weiter Ferne lag. Captain Future spürte, dass sie und mit ihnen die gesamte menschliche Rasse für das Wesen jegliche Bedeutung verloren hatten. Ich werde an den Geburtsort meines Volkes zurückkehren. Zurück zu den dunklen Nebulae, aus denen wir entstanden sind. Es ist angemessen, dass der Letzte von uns dort seinen Tod findet. Der verhüllte Schatten glitt an ihnen vorbei, als sei jede seiner Bewegungen von einem grausamen Schicksal vorherbestimmt. Unerschütterlich und ohne Eile schwebte er aus dem Gemach hinaus. Future und die anderen blickten ihm nach. Der Linide durchquerte das große, zentral gelegene Labor und bog in den Tunnel ein, der nach oben an die Mondoberfläche führte, und verschwand aus ihrem Blickfeld. Sie lauschten, doch sie hörten nicht das Geräusch von Türen, die geöffnet oder geschlossen wurden. Joan, die von Gregs Armen gestützt wurde und noch immer totenbleich und benommen war, zeigte plötzlich nach oben. Seht! Dort oben! Vor den Sternen! Sie blickten durch die Glaskuppel über ihren Köpfen. Und Future sah ihn, den stolzen Liniden, der Zeuge der Geburt von Imperien gewesen war und über 1000 Sonnen geherrscht hatte. Langsam und majestätisch breiteten sich in dem windlosen Gewölbe des Weltraums seine Schleier aus, als wären es Flügel. Und er flog davon, ein dunkler und einsamer Schatten in der Unendlichkeit. Niemand kannte sein Ziel. Future sagte mit trauriger Stimme, irgendwo dort draußen, jenseits der Sterne, zu denen er zurückkehrt, liegt die Welt der Erstgeborenen, von der wir nur wissen, dass sie die Wiege der Menschheit ist. Eine Welt, die wir niemals kennenlernen werden. Aber wir wissen um sie. Sie standen da, alle sechs, zu tief in Gedanken versunken, um zu sprechen, und blickten dem Liniden nach. Finsternis verschmolz mit Finsternis. Nach einer Weile
war das Gewölbe des Weltraums wieder vollkommen leer.